In diesem Video besiege ich alle 5 Könige aus Pokémon Legenden Arceus, jeweils mit einer anderen Challenge verbunden. Zum Beispiel komplett blind mich führen lassen und leiten lassen oder es mit dem Controller nur in einer Hand schaffen. Wir gucken, welche einzelnen Challenges überhaupt möglich sind. Das finden wir heute heraus und es startet mit unserem ersten König, das ist Axanthor. Und diesen versuchen wir zu besiegen, ohne dass unser Charakter einen einzigen Gegentreffer erleiden muss. Ob wir das hinkriegen können, sehen wir jetzt. Komm, und Axanthor ohne Treffer... Ich meine, das ist der einfachste und ganz ehrlich, wer das nicht schafft, vor allem als Veteran, der ich nicht bin. Aber egal, trotzdem muss ich es hinbekommen. Deshalb probieren wir es und das Probieren geht über Studieren. Und Studieren tue ich schon ewig lange, deshalb Axanthor, der König des Waldes, ohne Gegentreffer. Versuch Nummer 1. So, was macht er nochmal für Angriff? Okay, er macht hier irgendwelche, keine Ahnung, Axtattacken, Axtdash. Aber den kann man ja easy ausweichen, oder? Aber gut, ich habe ihm bisher auch noch fast gar keinen Schaden gemacht, sag mal so. Muss man ja so ehrlich sein. Ha, gegen den Baum gerannt. Und zack, Pokémon rausholen. Das weiß ich noch, wie das funktioniert. Das ist das Gute. Ein bisschen was habe ich noch im Kopf, aber ich weiß nicht mehr die Angriffsmuster von den einzelnen Herrschern. Könige, wie auch immer die heißen. Oh, ich habe eine Urteilskraft. Perfekt, Typ Stahl. Ich glaube, das passt sich sogar an. Ich glaube, das war Ultra OP. Der überlebt das sogar. Axanthor habe ich jetzt nicht so schwer in Erinnerung. Deshalb denke ich, geht das. Natürlich zählt das nicht als Treffer, ne? Es zählt nur der menschliche Treffer. Ich hoffe, das ist klar. Und spätestens jetzt, wo ich euch sage, sollte es klar sein. Ich glaube, jetzt müssen wir angreifen, ne? Weil jetzt ist er aus dem Gleichgewicht exakt. Ich habe den ja auch gar keinen Schaden gemacht. Ich habe den doch schon übelst oft abgeworfen. Habe ich den nicht getroffen oder was? Selten dämlich, aber gut. Mach mal, ne? Ich habe nichts dagegen. Mach ruhig weiter so. Ich unterstütze dich. Ich feuer dich an von der Seite, damit du einfach da dranbleibst. Einfach dranbleiben. Das ist wichtig im Leben. Auch du kannst es, Axanthor. Deswegen geh drauf jetzt. Ist es echt so, wenn er immer gegen den Baum rennt? Ist er verwirrt? Dann ist es ja ultra einfach. Dann muss ich ihn einfach immer dagegen locken, oder? Ich meine, jetzt wieder... Hä? Das ist ja ultra einfach. Ist das ein bisschen Cheaten gerade? Ich glaube schon, oder? Weil ich habe den gerade an so einem richtig guten Punkt, wo er quasi startet. Da hat er fast gar keine Wahl, als gegen den Baum zu rennen. Das nehme ich mal dankend an, das Geschenk. Weil ich sag mal so, das ist noch das Einfachste hier. Danach kommen ja auch schwierigere Könige, schwierigere Angriffsmuster. Und da wird es dann ein bisschen kompliziert. Also macht er jetzt was anderes? Oh, ja. Aber wieder, wow. Ja, es ist der einfachste. Das sollte man im ersten Versuch auch ohne Treffer hinbekommen. Ist halt nicht mal wirklich skillbehaftet hier. Ich mache aber 0 Schaden, sehe ich gerade. Naja gut, 5 bis 10 Treffer. Jetzt noch dazu 5. Aber es ist richtig unfair mit dem Baum, oder? Habe ich das damals auch so gemacht? Ich könnte schwören, damals habe ich mir ein bisschen schwerer mitgetan. Gut, aber ich war auch 2 Jahre jünger. Und da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen dümmer gewesen sein. Ja, noch dümmer als jetzt. Stellt euch vor, das geht. Aber ich meine, ich war bei diesen Königen im Originalspiel beim ersten Mal durchspielen. Ich habe es ja noch einmal durchgespielt. War ich, meine ich, ziemlich dämlich, wenn ich mich recht daran erinnere. Ich glaube, jetzt ist er tot, oder? Was heißt tot? Er ist geruht, ausgeruht, er ist besänftigt. Ja, das war's. Gut, ich glaube, es wird noch ein bisschen schwieriger. Lasst es mich so sagen. Das war der Einstieg. Ein Einstieg nach Mars. Weiter geht's mit Dressella. Und bei diesem König lautet unsere Challenge vertikal gespiegeltes Gameplay. Ihr kennt es vielleicht aus vorherigen Videos, die ich schon mal gemacht hatte. Steuerung ist invertiert. Alles ist ganz schön komisch. Kameraführung. Und deswegen werde ich jetzt erstmal das Gameplay berichtigen. Weil das ist natürlich hier viel zu einfach, viel zu falsch. Das muss ja anders aussehen, damit es so richtig Spaß macht. Hier seht ihr jetzt einmal ein Screenshot, wie das bei mir aussieht. Damit ihr auch nicht irgendwie denken könntet, dass ich hier irgendwie betrügen würde. Das hier würde mir niemals einfallen. Vor allem wird man es auch gleich sehen, wenn ich dann wirklich im Gameplay drin bin, wie ich garantiert nicht betrüge, weil ich schlecht sein werde. Bruder, das ist schon ein bisschen cursed, weil ich habe ja schon ein paar Mal Videos mit vertikal gespiegeltem Gameplay gemacht und ich sag mal so, erfolgreich war das alles nicht. Und ich glaube, hier wird es nicht anders sein. Aber ich glaube hier, da das jetzt nicht so mega schwer ist, würde ich sagen, ist das machbar. Ich würde sagen, das geht. Im ersten Versuch direkt. Sagt der vorhin im Testversuch oder auch gestern gegen Axanthor ganz normal verloren hat. Lange nicht gemacht und so. Diesmal bin ich da guter Dinge. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, okay, ich nehme es zurück. Oh, die Steuerung ist jetzt auch anders. Oh mein Gott. Ich nehme es zurück, Freunde. Das ist doch schwer. Ja. Was? Was macht der? Okay, ich nehme alles zurück. Das ist doch absolut schwer. Wie soll ich das hinbekommen? Das ist unmöglich. Ich habe noch keinen einzigen Treffer gelandet, glaube ich. Treffe ich die überhaupt? Nein. Doch jetzt habe ich getroffen. Wow. Ich sehe halt die Angriffe gar nicht. Ach du Scheiße. Ja, aber okay, jetzt habe ich ein paar Treffer wenigstens gelandet. Das kannst du vergessen. Kann ich vielleicht doch mal angreifen? Soll jetzt hier Pokémon werfen, oder? Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Okay. Wo ist das? Ich sehe es nicht. Aber ich laufe einfach weg. Einfach weglaufen. Bin gleich tot, ne? Die Kameraführung ist halt... Ist halt Arsch, wenn du nicht ziehst. Ah, jetzt Pokémon werfen, komm. Hallo? Ah, jetzt. Ja, gut. Ich glaube, der erste Versuch wird nix. Ich sehe auch die Angriffe jetzt gar nicht. Hier, Arceus, was kannst du? Das ist, glaube ich, Genesung. Was ist das hier? Kannst du nicht lesen. Mach einfach mal das. Wird schon schief gehen.
Okay, war eine Psychoattacke. Okay, das habe ich gehofft, weil das Zeichen habe ich gesehen. Jetzt macht er auch irgendwas. Das überlebe ich aber. Das war, glaube ich, Blutsauger oder so. Nee, Ablativ wahrscheinlich. Und jetzt Kraftattacke, dann müsste eigentlich tot sein. Also tot. Muss dann noch weiterspielen, aber ich habe wenigstens ein bisschen schon mal was geregelt. Nee, es lebt sogar noch. Muss mich verarschen. Oh. Warum macht er so viel Schaden, Alter? Dressella, chill mal. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe jetzt, oder? Tatsächlich, ich bin tot. Ich bin mit Arceus gestorben. Wie peinlich ist das denn? Ja, komm, jetzt geh bitte. Nein, es ist doch ein Kampf-Pokémon. Ich bin so lost. Bruder, bin ich... Oh mein Gott. Nein, ich... Oh, ich krieg ja gar nicht geschissen, Junge. Warum wechsle ich da ein Unlicht-Pokémon rein? Ich bin ja auch selten dämlich, oder? Habe ich auch eine Psychoattacke hier? Das ist doch eine Psychoattacke hier, oder? Ich weiß zwar nicht was. Psychokinese wahrscheinlich. Es ist tot. Also tot. Jetzt geht's halt weiter, ne? Und ich bin gleich tot. Ich habe der nicht mal einen Balken abgezogen, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Jetzt greift sie gleich wieder an. Schnell weg. Ja, das Ding ist, ich sehe die Angriffe halt nicht. Ja, tot. Bruder, das ist doch schwerer als gedacht. Gut, ich habe vielleicht ein bisschen große Töne gespuckt. Aber jetzt bin ich vielleicht ein bisschen drin auch in der Angriffsmasche, in der Angriffsmechanik und so. Ein Angriffsmuster, die ich jetzt lange nicht mehr gesehen habe. Vielleicht bin ich ja jetzt im zweiten Versuch besser. Ich will's hoffen, ey. Vielleicht muss ich mich auch ein bisschen besser hinsetzen. Ich positioniere mich auch immer so schlecht. So, da ist Dressella. Den habe ich eigentlich als mit den einfachsten Erinnerungen behalten. Aber ist scheinbar nicht der Fall. Oder ich bin einfach nur schlecht. Könnte auch sein. Ich werfe auf den Boden stark. Und direkt der erste Gegentreffer, weil ich die Kameraführung gar nicht im Griff habe. Hä? Ich kann... Nein, ich... Mann! Jetzt. Wow. Alter. Diese Steuerung, wenn man auf dem Kopf spielt, ist einfach nur grausam. Jetzt treffe ich's, komm. Jetzt. Gut. Einfach im richtigen Moment springen, ja, gut. Ja, soll ich die denn noch treffen? Als ob das ein Treffer war. Never. Krass, also wie viele Angriffe die macht. Das ist so lächerlich. Bruder, es ra... Jetzt. Nein. Nein. Hier. So. Hat nicht funktioniert. Perfekt. Warum, weiß ich auch nicht, aber... Ja, kann man wieder vergessen. Ich habe immerhin schon mal mehr Schaden gemacht als im ersten Versuch, ne? Jetzt schon. Ich möchte schon mal sagen. Ich weiche immerhin jetzt einigermaßen aus. Habe ich jetzt ein bisschen drauf. Ein bisschen meine ich wirklich ein bisschen. Bruder, ich bin so scheiße. Oh nein. Als ob mich das trifft. Komm, jetzt bin ich ganz nah dran. Was so klug ist, weiß ich nicht. Ne, war nicht die beste Idee. Dressella, lass das. Jetzt, komm. Hallo. Danke. Okay, ich bin jetzt ganz gut dabei. Aber ob es im zweiten Versuch soweit ist, weiß ich nicht. So, wir machen jetzt... Was ist das hier für eine Attacke? Ich mache einfach mal das. Glaube ich, eine Flugattacke. Das ist dann richtig krass. Ah, Urteilskraft. Typ Flug. Ja, das ist doch ein easy One-Hit, oder? Das ist doch ein Pflanzenkampf-Pokémon, Alter. Ich kenne mich doch aus mit meinen Pappenheimern. Zack. Jawoll. Und jetzt kann ich ja angreifen. Jetzt muss ich aber auch treffen. Ja. Die Hälfte ist weg. Aber ich weiß nicht, wie viel ich noch tanke. Ich glaube, nicht mehr so viele Treffer, wenn ich ehrlich bin. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Weiß ich, was ich hier tue. Ich sehe nichts. Da ist es. Oh mein Gott. Junge, jetzt bin ich raus. Das ist richtig krass. Ein paar Treffer landen, ja. Bevor die nächsten Angriffe kommen. Jetzt kommt der nächste. Nächster Angriff. Gut. Triff. Du sollst treffen. Ja. Komm. Oh mein Gott, ja, wir können es schaffen. Ausweichen. Nein. Ich habe noch zwei Treffer frei, glaube ich. Kann der mal bitte paralysiert sein oder so? Ein Treffer noch. Tot. Ich konnte mich gerade nach dem letzten Treffer nicht mal bewegen. Da war ich schon tot. Wie lächerlich ist das denn? Das war so close. Komm jetzt, aber dritter Versuch muss es sein. Aber holy shit, ey, die Steuerung. Ich kann damit gar nicht klar. Mein Kopf macht es nicht mit. Gut. Ersten komplett ausgewichen. Aber am Anfang muss ich jetzt echt Treffer vermeiden, weil da ist es noch echt sehr, sehr einfach eigentlich. Aber noch keinen Gegentreffer kassiert. Noch keinen Gegentreffer kassiert. Kann auch gerne so bleiben. Ja, gut. Ja, Timing ist gut gerade. Von den... Oh, es waren noch gar nicht viele Angriffe. Macht die denn? Ich habe schon gute Treffer gegeben. Jetzt kommt der Ultra-Angriff. Okay. Jetzt nochmal. Wie viele Angriffe kommen da auf einmal? Hälfte ist gleich weg. Stark. Schon wieder dieser heftige Angriff. Ja, als ob ich das getroffen hat. Bin ich ganz nah dran, ne? War vielleicht auch nicht so die beste Idee. Ah, scheiße. Jetzt lasse ich mich unnötig treffen. Unnötig treffen. Jetzt, Pokémon. Yes, okay, gut. Arceus ist draußen. Okay, ich bin gerade echt konzentriert, sorry. Das fordert mich doch mehr, als ich dachte. Also, Urteilskraft, Flug und weg. Und dann sollten wir es eigentlich jetzt hinkriegen. Das ist fast down, das Ding. So viel fehlt nicht mehr. Und ich habe, glaube ich, erst ein oder zwei Treffer kassiert. Das muss es sein. Und wobei, die Hälfte ist erst weg. Ne, war mein. Ich dachte, ich bin schon näher dran am Sieg, aber nee. Nee, da fehlt noch einiges. Was? Nein. Oh mein Gott, jetzt läuft es katastrophal. Scheiße.
Scheiße. Jetzt mach nicht diesen, ey. Das muss... Nein! Ey, jetzt verkacke ich es wieder auf allen Ebenen. Ja, Treffer, 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 Treffer. Oh Gott. Jetzt, komm. Jetzt ist es down, oder? Alter, das ist... Ich kann schon gar nicht mehr atmen, ey. Also jetzt ist, glaube ich, over, oder? Da fehlt nicht mehr viel. Komm. Ja. Es ist tot, oder? Das war nervenaufreibender als gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber dritter Versuch war es dann. Als nächstes folgt dann Arcani. Und bei Arcani wird es wieder ziemlich schwierig. Und zwar darf ich nur den Controller in einer Hand halten. Kameraführung ist der rechte Joystick. Bewegen auf dem linken. Das mit einer Hand ist nicht einfach. Der ist zwar nicht so einfach, aber ich kenne auch mein Lieblings-Pokémon. Ich weiß, wie das hier tickt. Ich weiß, wie das taktiert. Hisuerukani ist nicht mein Lieblings-Pokémon, aber Arcani halt. Gut, ich werde es wieder so machen. Ich werde die eine Hand... Boah, wie mache ich das denn? Dass man das sieht, so. Muss die hier natürlich irgendwo hinpacken, damit man sieht, dass ich mit einer Hand spiele. Bei diesem Boss ist es so, da muss ich einfach nur viel rumlaufen, ne? Perfekt, erster Gegentreffer. Ich nehme es zurück, das ist doch übelst... Okay, ich nehme es zurück, weil Kamera und so, ne? Jetzt schon 80 Mal getroffen worden. Als ob der mich getroffen hat, muss mich arsch konzentrieren hier gerade. Und ich halte nur noch einen Treffer aus. Ich glaube, der erste Versuch ist weg. Was macht er jetzt? Okay, never mind, das war dämlich. Oder muss ich nah ran? Schnell, schnell. Kann ich mit dem Pokémon was machen? Da ich die Kamera noch mitbewegen muss, wird das schwierig. Und kannst du mal aufhören, mir Schaden zu machen? Komm, setz dem Ganzen mal ein Ende hier. Zack. Aber jetzt wirklich, wie machen wir das gleich? Ich meine, klar, der erste Versuch, der ist weg. Das ist ganz klar, weil ich habe noch ein Freifahrtsticket hier. Einen Treffer halte ich nur noch aus. Jetzt springt er wieder. Da muss ich höllisch aufpassen. Warum kommt da noch, glaube ich, nur eine Feuerphase? Das ist halt echt... Und dieser Dash hat auch eine krassere Range als davor gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ich würde sagen, auf ein neues, oder? Es kann nur besser werden. Jetzt schon mal weglaufen. Als ob das ein Treffer... Das war lächerlich. Das war niemals ein Treffer. Was auch immer der jetzt vorhat. Manchmal hat der irgendwie so ein paar Aussetzer. Oh mein Gott. Pokéball los. Okay, gut. Erst ein Treffer abbekommen. Vorhin waren es schon so um die 48. Also ich bin schon mal besser dabei. Das ist ja schon mal gut. Die Frage ist halt wirklich, wie wird das jetzt im Endgame? Also wird der Kampf allgemein schwieriger? Habe ich jetzt leider gar nicht mehr so richtig im Kopf. Aber werden wir ja jetzt herausfinden. Jetzt muss ich halt ganz schnell draufwerfen. Mal jetzt zählt's. Jetzt ist er im, oder außer Gleichgewicht und jetzt, zack, rein da. Dann ist der erste Balken immerhin schon mal weg. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Nee, nicht wirklich viel mehr. Jetzt springt er. Aufgepasst. Immer noch bei einem Gegentreffer. Jetzt trifft er mich aber. Nee, trifft er nicht. Stark. Oh mein Gott, ich muss echt aufpassen mit der Kamera. Ich muss schnell reagieren. Er springt, aufgepasst. Okay, stark. Wenn ich ganz konzentriert spiele, dann schaffen wir das. Einfach auch ein bisschen defensiv, genau. Dann, oh jetzt, aufpassen. Weil ich glaube, der Angriff ist sehr, sehr stark. Den muss ich ganz dringend ausweichen. Ja, stark, 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 stark. Es läuft. Die Hälfte ist ungefähr weg. Einfach schön konzentriert ausweichen. Nicht so viel Risiko eingehen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Schnell die Kamera reagieren können und mit der auch umgehen können. Und dann sollte das easy machbar sein. Hälfte ist weg. Mehr als die Hälfte. Aber ich glaube, jetzt kommen so ein paar krassere Angriffe. Ja. Ja, da ist jetzt so Feuer. Genau, da muss ich jetzt höllisch aufpassen. Weil jetzt kann ich mich hier kaum bewegen, ne? Ja. Aber gut, ich habe erst einen Gegentreffer. Also von daher... Was macht der jetzt? Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und jetzt hierher? Ja. Pass auf. Ja, das schaffen wir. Ich glaube, jetzt bin ich echt guter Dinge. Ich kann mir, wie gesagt, noch ein paar Gegentreffer leisten. Als ob das ein Gegentreffer war, komm. Oh mein Gott, jetzt bin ich aber ein bisschen... Ja, genau, wie sieht da an? Gute Idee. Was? Das habe ich niemals getroffen. Niemals. Ja, jetzt wird es doch nochmal scheiße, eng. Alter. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Darüber komme ich doch gar nicht. WTF? Wie hätte ich da ausweichen sollen? Ich war mir sicher, das war's. Ich war mir sicher, das schaffen wir. Ich war so konzentriert und dann am Ende so dumm treffen lassen. Geht nicht. Man kann da nicht ausweichen.
Oh mein Gott. Stirb halt. Es ist lächerlich. So knapp gewesen. Am Ende, Konzentration ist weg, dann dreht er komplett durch. Du hast ganz wenig Platz, um auszuweichen. Das macht mich auch ein bisschen innerlich aggressiv, muss ich auch ehrlich sagen, weil ich war halt schon einmal ganz kurz davor. Ob ich jemals nochmal so nah rankomme, wage ich zu bezweifeln, weil es war schon echt close. Ich versuche natürlich weiter. Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Mit einer Hand habe ich echt so in der Form auch nicht gedacht. Jetzt kommt halt die Chose hier. Ist halt so lächerlich hier. Weil hier halt kaum Platz ist. Hier ist kaum Platz. Echt jetzt hier. Ja, das war sogar ganz gut. Schön in die Ecken halt, ne? Oh Gott, jetzt hier schön weg. Okay, ich habe noch keinen Gegentreffer. Okay, ich würde sogar sagen, das ist mit sogar jetzt der beste Versuch hier gerade. Schön in die Ecken lenken, keinen Treffer. Ja, manchmal sind einfach keine Gegentreffer kaum möglich. Aber jetzt sieht es tatsächlich ganz gut aus. Ich habe erst einen Gegentreffer, glaube ich. Jetzt kommt die Chose, der Lamour muss mich treffen lassen. Aber ich bin kurz vorm Sieg und ich habe noch ein paar Gegentreffer frei. Wenn ich jetzt nicht komplett reinscheiße, könnte es das tatsächlich sein. Schön nah rangehen. Vielleicht schon mal einen Treffer noch landen, ja. Treffer, Treffer, komm. Boah, das muss es doch jetzt sein. Nein, komm. Das darf nicht wahr sein. Habe ich gewonnen? Ich weiß nicht, habe ich gewonnen? Ich habe... Oh mein Gott. Ich habe mich gerade noch getroffen, aber es hat gezählt. Ach du Scheiße. Was war das? Alter, ich schwitze so krass. Ich zittere. Das war so intens. 40 Minuten lang intens. So lange geht die Aufnahme, wer es mal wissen will. Holy. Aber wir haben es geschafft. Viel zu nervenaufreibend. Ab zum nächsten. Als viertes folgt Elektroball. Und ja, es muss natürlich auch mal ein Zeitlimit geben. Wir sollen Elektroball innerhalb von 2 Minuten schlagen. Versuchen wir es. Ich bin gespannt. Die Sui-Elektroball habe ich auch absolut gar nicht mehr im Kopf. Aber da das der Fall ist, gehe ich mal davon aus, dass es jetzt nicht unmöglich war. Deshalb gehe ich mal so an die Sache ran, okay? Das ist eine gute Herangehensweise und bestimmt auch die richtige. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das Zeitlimit zu nett angesetzt ist. Aber ich meine, das ist schon... muss man schon dranbleiben. Vor allem geht ja auch viel Zeit drauf und die Zeit sieht er ja eingeblendet. Also ich muss die nicht mal selber stoppen. Das heißt, ich kann nicht beschummeln. So, wie ging das nochmal? Ja, das... Kann ich den überhaupt treffen? Ich kann den ja gar nicht treffen, oder? Ah, doch jetzt. Okay, ich muss den, glaube ich, erstmal ausweichen. Okay, dann ist es vielleicht doch... Ah, das verfolgt mich hier, das Zeug. Jetzt merke ich das erst. Ups. Aber, boah. Also ohne Treffer wäre hier schwierig gewesen. Deswegen habe ich das auch als erstes genommen. Student! Ja, aber es sieht ganz gut aus. Ich meine, ja gut, 36 Sekunden sind schon oben. Ich muss eigentlich nur drauf. Ich meine, ja gut, ich kann auch noch sterben für mich gelaufen. Ne? Ich bin lost, ich kann ja hier sterben in dem Spiel. Ich habe es gerade wirklich vergessen, dass man hier sterben kann. Ach du Scheiße, was ist denn mit mir schief? So, die Hälfte ist weg und ich habe auch erst die Hälfte der Zeit rum, ne? Also, jetzt kommt da hier so ein Feld. Ich glaube, das ist nicht gut. Was muss ich hier tun? Der explodiert jetzt, oder? Ja, und wann? Hallo? Oh mein Gott. Ich hoffe, er ist jetzt, genau, paralysiert. Und jetzt können wir unser Mon rausholen. Aber 1:10 ist vorbei. Wie soll ich das schneller machen, frage ich mich. Donnerwelle, nee. Oh, fuck, jetzt macht er hier auch noch so ein Theater. Ja, never mind. Das wird nichts. Und ich bin paralysiert. Okay, nee. Was könnte ich schneller machen? Okay, natürlich mehr ausweichen, weil da geht ja auch Zeit drauf, wenn ich getroffen werde. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt, ich setze einfach Treffer nach Treffer nach Treffer und scheiße ein bisschen auf den Schaden, weil ich muss ja nicht ohne Lebensverlust hier rausgehen. Ja, also die Zeit ist jetzt rum. Aber das ist möglich, glaube ich. Das ist schon möglich. Ich muss nur ein bisschen besser spielen. Ja, das ist schwierig genug. Okay, ich habe jetzt ungefähr 2:30 gebraucht. Ich habe den Versuch jetzt nochmal komplett durchgemacht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall gut möglich. Vielleicht wäre es auch legit gar nicht so dumm, diese Kämpfe mit den Pokémon gar nicht zu starten. Weil das kostet ja auch nur Zeit und hier geht es ja nur um Zeit. Ich darf ja theoretisch so viele Treffer bekommen, wie ich will. Außer halt sterben, das wäre nicht so geil. Wie man dem Zeug hier ausweicht, habe ich legit keine Ahnung, ne? Das verfolgt mich ja die ganze Zeit. Hä? Wie dumm ist das denn? Also Elektroball, ja, hat schon mal ein bisschen Schaden bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir vorhin schon gemacht hatten. Aber ich weiß nicht, wie ich diesen Dingern hier ausweiche, diesen Elektrobällen. Check ich überhaupt nicht. Hä? Und ich kriege irgendwie Schaden und weiß gar nicht, woher. Da muss ich hier wirklich die ganze Zeit wegrennen. Aber die Zeit habe ich ja gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt noch eine Minute, die Hälfte des Lebens ist weg. Ja? Muss ich hier schnell raus, ansonsten bin ich tot. Muss ich hier schnell raus, ansonsten bin ich tot.
Nicht so dumm. Ach Junge, jetzt bin ich da reingelaufen. Ich kotze im Strahl. Hallo, steh auf. Ja, genau. Bleib einfach 5 Jahre liegen, Bruder. Beste Idee. Ja, gut, das haben wir jetzt verloren. Ich kann ihm auch gar keinen Schaden machen gerade. Doch jetzt wieder. Ich bin da mit einem Treffer jetzt tot. Aber hä? Soll ich denn diesem Elektroball ausweichen? Geht der auch irgendwann weg? Muss ich die auf die lenken? Ich muss... Hä? Das ergibt gar keinen Sinn, dieser Kampf. Man muss dem doch ausweichen können. Ich muss das googeln, glaube ich. Ich muss das gleich googeln. Als Maul. Nächster Versuch. Ich muss das ja irgendwie auf den lenken können. Das ist... Das geht nicht. Hä? Ich check's nicht. Ich kann diese Elektrobälle nicht auf ihn lenken. Bin wirklich überfragt, wie das gehen soll. Ich check's nicht. Ich check's bei Gott nicht. Wie soll das funktionieren? Vielleicht muss es doch einen Trick geben. Aber ich kenne den Trick nicht. Den greife ich jetzt einfach an und was soll ich machen? Ich muss mich jetzt einfach treffen lassen und hoffen, dass ich die Gegentreffer, dass die mich nicht ausnocken, dass das nicht zu viele wären. Ich muss einfach diesen Explosionen da ausweichen, dann geht's theoretisch. Die Hälfte ist weg und es sind erst 50 Sekunden rum. Also zeitlich sind wir diesmal gut dabei, glaube ich. Ja, jetzt kommt wieder der Schmutz hier. Ja, das ist halt, wie soll ich... Oh mein Gott. Oh Scheiße, ich habe Timing verpasst. Nein, ich habe das Timing voll... Oh mein Gott, voll Banane. 40 Sekunden noch Zeit und ich habe schon echt viele Treffer abbekommen. Okay, ich halte scheinbar noch 2 Treffer oder so aus. Schon mal gut. Also sogar jetzt noch 2. Krass. Nein, ich muss halt... Nein. Ja, jetzt ist vorbei. Vorbei. Mann, das ist doch scheiße. Der Kampf triggert mich todes. Also zeitlich ist wieder alles eigentlich so weit ganz gut. Aber das wird halt nicht reichen, weil ich halt so viele Treffer kassiere, ne? Komm, explodiere. Jetzt drauf, drauf, drauf. Nah ran, ja. Ich weiß nicht, wie viele Treffer ich noch aushalte. Nicht mehr viele. Vielleicht noch 2 oder 3. Ich weiß nicht, wann man das sieht oder wie man das sieht. Aber es ist gleich down. Es ist gleich down, Freunde. Und ich halte scheinbar noch 2 Treffer oder so aus. Komm, das muss es doch sein. 1 Treffer noch. Komm. Oh mein Gott. Das war aber haarscharf. Das war der letzte Treffer, den ich hätte aushalten können. Es hat funktioniert, ich weiß nicht wie. War aber gar nicht mal so easy, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Challenge der Überraschungen, oder? Falls ihr keine Überraschungen sehen wollt, aber irgendwie doch, weil Überraschungen toll sind. Ich habe viele Pokémon-Challenges gemacht. Guckt einfach mal auf dem Kanal rum. Ihr werdet auf eure Kosten kommen, da bin ich mir sicher. Und es kostet nämlich gar nichts. Also kommt ihr nicht auf eure Kosten, weil es kostenloser Content ist. Ist das nicht toll? Nö. Okay. Und zu guter Letzt Arktilas. Und das wird die schwierigste Challenge. Und da bin ich wirklich gespannt, ob man die überhaupt schaffen kann. Ich werde das Gameplay nicht sehen und lasse mich von Enrico, einem netten, guten, alten Mod von mir, leiten und führen, was ich denn machen muss, welche Bewegungen ich machen muss. Ich muss ihm Schaden machen. Aber ob das überhaupt geht, das steht in den Sternen. Das sehen wir nämlich jetzt. So, ich habe mir jetzt hier einen Menschen geschnappt, der mir hilft. Der sich mit links und rechts hoffentlich auskennt, weil mit links und rechts Schwäche hätten wir ein Problem, Annie. Ja, nee, soll ich hinbekommen. Also ich sehe das Gameplay jetzt noch, ne, aber gleich nicht mehr. Und dann bist du in der Reihe und musst mir jetzt hier den Weg weisen, ja. Und das ist Arktilas. Ich glaube, der ist nicht so ohne. Ich habe den nicht mehr im Kopf. Du musst ja auch die Garben werfen, ne? Ja, das ist ZR, ne? Das mache ich einfach die ganze Zeit. Okay. Jetzt mache ich das Gameplay weg. Ich sehe es jetzt nicht mehr. Ich sehe jetzt einfach nur noch einen blauen Bildschirm. Gut, dann los. Was muss ich tun? ZR-Spam, ne? Links. Links? Rechts. Rechts. Habe ich mich schon treffen lassen? Definitiv. Ja, hast du. Weißt du. Mach ich Schaden überhaupt? Ja, nee, du wirfst daneben, nach links ein Stück. Ich habe einen Treffer gemacht. Ja, aufpassen. Oh. Mach einfach die Rolle die ganze Zeit, oder? Rechts, ja. Ach du Scheiße. Nach links den Sollstick. Jetzt wurdest du wieder getroffen. Das ist voll schwer. Ich bin fast tot. Ich sehe den König gar nicht mehr. Du musst ich bin tot, oder? Nee, du bist noch nicht tot. Du musst den Joystick nach... Rechts machen die Kamera, dass ich den wieder sehe, den. Hä? Was hab ich mit der Kamera gemacht? Ich hab den König nicht mehr gesehen. Junge, was? Okay, wie ist denn das Spielfeld aufgebaut? Also, ich müsste mir vielleicht mal angucken. Das ist eigentlich prinzipiell wie so eine Art Dreieck. Prinzipiell nach vorne wird es halt schmaler. Du müsstest das Muster vielleicht mal angucken, wenn wir es nicht schaffen. Weil ich glaube, das könnte sonst schwierig werden. Also, ich überspringe das und jetzt weg mit dem Gameplay. Wie weit ist denn der weg? Muss ich die Kamera bewegen, dass ich den treffe? Nee, der steht genau vor dir immer. Jetzt musst du nach rechts. Rechts. Links. Links? Ich bin links. Nee, rechts jetzt wieder. Du darfst diese treffen lassen tatsächlich. Wirf weiter werfen. Aufpassen jetzt. Ja. Nach rechts. Okay, jetzt werf wieder. Dahin? Ja, pass auf. Noch dein Strahl und musst, glaube ich, nach links. Jetzt musst du dich bewegen. Einfach nur bewegen nach links, rechts.
Was ist das für ein Strahl? Das sind immer so Eiszapfen, die er auf dich schießt. Oh. So, jetzt macht er einen Strahl. Jetzt musst du eine Rolle prinzipiell machen nach rechts. Das war jetzt links, ne? Ja, du hast jetzt nach links gemacht. Bist du tot? Ja. Hey, wie schnell geht das? Wie viele Treffer halte ich denn aus? Hält ja nicht viel aus. Was? Hatte ich halt irgendwie 8 Treffer oder so aus. Wie viel habe ich den denn schon abgezogen? Nicht viel. Also das Problem ist, du hast halt am Anfang so einen Abstand zwischen dir und dem... Also muss ich nach vorne? Ja, nach vorne, aber da musst, du musst auch aufpassen, nach links und nach rechts immer gehen. Oh Gott, das schaffen wir nicht, Annie. Mal probieren. Nach vorne, genau. Jetzt musst du nach links, nach rechts. Ja, was? Annie, du musst mir schon sagen, links oder rechts. Ja, das ist bei dir immer so schnell, muss ich wählen. Jetzt mach ich gerade Treffer. Ja, jetzt machst du also Treffer. Komm weiter, 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 weiter. Das musst du aufpassen. Ja, wohin? Bist du richtig gerade? Nach ja? Rechts? Rechts, ja. So, jetzt kannst du wieder werfen. Jetzt musst du aufpassen, hör auf zu werfen, jetzt musst du dich bewegen. Im Kreis oder so. Weil du schießt jetzt diese Eisblöcke. Nach links musst du. Schwer. Jetzt, ja. jetzt musst du eine Rolle nach links machen. Ja. Ich bin da schon wieder fast tot. Du könntest ein Pokémon werfen. Achso, das musst du mir auch sagen. Ja, jetzt nicht mehr. Du musst ein Stück nach links mit dem Joystick, mit der Kamera, damit du ihn wieder triffst. Jetzt musst du eine Rolle nach... Das schaffe ich nicht, Annie. Tot. Boah. Ich muss mir das vielleicht mal angucken. Das muss da, ansonsten kriegen wir das nicht hin. Ja, okay. Guck dir das, denke ich. Guck dir das mal an. Also am Anfang musst du halt einfach sagen Rolle, weil da muss ich mich eigentlich gar nicht bewegen. Da muss ich nur kurz nach vorne, wenn das Zeug da kommt. Oder? Da kommen diese Bälle und da muss ich nur nach vorne und die Rolle machen. Da muss ich ja nur durch quasi. Vielleicht eine Rolle nach links oder rechts, kann ich dir sagen, vielleicht. Los geht's. Also nach vorne. Ja, jetzt kommen die Bälle? Ja, eine Rolle nach rechts. Ja, sehr gut. Du hast dich getroffen lassen. Rolle nach links. Dann können wir eigentlich direkt aufhören, wenn wir schon jetzt einen Treffer haben. Ja, wir 2-3 Treffer. Nein, das ist. Können wir neu starten. Jetzt musst du nach hinten in den Kreis laufen. So? Nee, du bist gerade getroffen worden. Ja, noch ausweichen. Ausweichen. Aufgaben, pass auf, jetzt musst du gleich eine Rolle nach rechts machen. Wann? Sehr gut. Und jetzt geh nach vorne, kannst du einen Pokéball draufwerfen, also einen Pokémon draufwerfen. So? Ja, hat das getroffen? Ach. Ja, hat's. Oh, bin ich kurz davor, also kann ich gleich werfen. Du stehst relativ am Rand, ja. 2 runter. Genau. Am Anfang haben wir jetzt uns nur einmal treffen lassen, oder? Ja, ich glaube sogar 2-mal waren es kurz. Scheiße. Aber es war okay, glaube ich. Ich glaube, das ist so ganz okay, wenn ich ganz links, ganz rechts sage. Ja, okay, man bleibt ein bisschen zügiger. Jetzt ist er tot, jetzt kannst du Garm werfen. Werfen. So? Ja, wirf, 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 wirf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, aufpassen. Nach hinten? Jetzt, nach hinten bitte, damit ich dich auch sehe. Bleib stehen da so, du stehst gut da. Mhm. Jetzt musst du nach ganz rechts. Schneller, schneller, schneller. Ganz links. Na, schade. Tot, ne? Ja. Oh, was hat mich da jetzt getroffen? Ja, diese Salven. Ja, und danach haben wir es echt oft probiert. Ich schneide das euch jetzt hier mal in einem Fail-Zusammenschnitt ein bisschen zusammen. Wir haben ungefähr eine Stunde rumgemacht, also im Spiel. Es schien wirklich nahezu unmöglich, deswegen habe ich auch wenig, oder wir haben wenig geredet und deswegen ist es auch gut, dass wir das hier zusammenschneiden können. Das war so hier der Tiefpunkt, muss ich sagen. Der Punkt, an dem ich irgendwo auch schon gespürt hatte, ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Ich wollte, oder wir wollten es aber auch nicht aufgeben, deswegen kommen noch ein paar Versuche, keine Sorge. Aber das ist mal so Zusammenschnitt des Tiefpunktes, wie es überhaupt nicht zu laufen hat. Mal gucken, ob wir vielleicht noch mal ein bisschen besser werden. Wir probieren es jetzt noch 2-mal. Wenn es da nicht klappt, dann würde ich sagen, muss man das für nicht schaffbar. Also erkläre ich das für nicht unbedingt schaffbar. Na ja, gut. Aber wir haben es versucht, ne? Also, ja. Mehr können wir ja nicht machen. Jetzt geht's los. Ganz nach links. Ganz nach links. Ganz nach rechts. Ganz nach links. Mhm. Ganz nach rechts. Ganz nach links. Na gut, ein Treffer. Geht okay. Stopp, bleib stehen. Du musst jetzt ganz nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Rolle. Ja, stopp, stopp, bleib stehen. Rolle. Boah. Rolle. Rolle. Hörst du mich überhaupt? Ja. Okay. Ich bin konzentriert. Rolle rechts. Ach, so spät. Hm. Jetzt musst du wieder Ruhegarn werfen. Nach oben die Kamera ein Stück. Kamera nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Das geht nicht. Werfen, werfen, werfen. Du musst jetzt gleich eine Rolle nach rechts machen. Jetzt. Sehr gut. Pokémon werfen. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt sind wir gerade im Kampf. Achso. X und 2 nach unten. Ja, genau. Wo bin ich denn? Wo stehe ich denn? Du stehst genau vor ihm. Jetzt werfen. Ich dachte gerade, diese Eiskristalle. Bleib stehen. Du bist genau reingesprungen. Ich bin halt panisch, ich weiß ja nicht, was da kommt. Rolle. Gut. Habe ich dem Schaden gemacht wenigstens jetzt?
Naja, einen Balken halt noch. Jetzt musst du gleich eine Rolle nach links machen. Jetzt. Sehr gut. Wirf. Pokéball. Nee, jetzt hast du gerade zu viele Ruhrgaben geworfen. Ich hab schon ein paar Treffer gelandet. Ganz nach links, ganz nach links. Auf Ruhrgaben zu werfen, nach links, nach rechts. Ja, super. Hab ich dem Schaden gemacht? Ja, fast einen Balken. Siehst du, ohne was zu tun. Ja, einfach auf die Knöpfe hämmern. Deine Anweisungen sind auch schlecht. Was ist denn schlecht? Du machst einfach, was du willst. Du machst einfach eine Rolle, obwohl ich dir nicht sage, dass du eine Rolle machst. Mach die Augen zu einfach. Ganz nach links, komm, komm. Quatsch nicht lange. So, stehen bleiben. Jetzt beweg dich ein bisschen nach rechts. Ja, sehr gut, bleib stehen. Na, rechts, bleib stehen. Jetzt musst du Rollen gleich machen. Jetzt. 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 So, und jetzt, wo stehe ich? Was? Wo, links oder rechts? Du stehst ganz vorne auf der linken Seite. Du musst jetzt eine Rolle nach rechts machen gleich. Wann? Jetzt. Sehr gut. Ja? Wirf Gaben, wirf Gaben. Ja, ich hab's geschafft, oder? Ja, Kampf gegen Urteilskraft. So? Ja, ja. Gut, dass ich weiß, wo Urteilskraft ist. Ich mach jetzt einfach die Augen zu. Jetzt vielleicht klappt's auch, besser. Jetzt vielleicht auch einfach nochmal nach ganz nach oben packen können, ne? Gaben werfen, jetzt kannst du werfen. Okay, aufhören. Nach hinten ein Stück. Stopp, bleib stehen. Ganz nach links wieder, ganz nach links, ganz nach links, links, links. Rechts. Rechts, rechts, rechts. Jetzt nach links. Das ist unmöglich, das ist zu schnell. Das ist Müll, das ist wirklich ja Müll. Jetzt eine Rolle. Scheiße. Zu spät. Rolle. Oh, jetzt bin ich vom Timing war ich ganz raus jetzt. Aber mit Augen zu war es jetzt besser. Ja, okay. Wo ist der Unterschied? Ich höre mehr auf deine Worte. Nein, ich mache jetzt noch einen Versuch. Schade, ich hätte es gern geschafft, aber es funktioniert. Also, nee, ja, ist nicht dran. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist das möglich? Was haben wir vielleicht falsch gemacht in der Koordination? Ich sag trotzdem danke, Annie, dass du mir geholfen hast. Ja, aber es war trotzdem leider gescheitert, ne? Passiert. Tja, leider sollte das nicht sein. Wir haben aber 4 der 5 Challenges geschafft. Die 5. muss man ehrlich sagen, war auch sehr ambitioniert. Aber Freunde, falls ihr weitere Challenges habt, wir haben auch noch ein paar Gegner in dem Spiel. Wir haben sowas wie Dialga und so weiter, die ganzen Legis. Gibt's auch ja Bosskämpfe. Falls ihr da ein paar Challenges habt, falls ihr Ideen habt, auch nochmal für so eine Art von Video, wenn es euch gefallen hat, gerne in die Kommentare. Das soll es von mir aus an der Stelle gewesen sein. Ich sage danke fürs Zugucken. Hier seht ihr noch ein paar coole andere Challenges, die ihr gerne abrufen und angucken könnt. Und ich sage tschö mit Ö.